Katar, Austragungsort der Fußball-WM. Auch ein paar Schweizerinnen und Schweizer tragen im reichen Wüstenstaat zum reibungslosen Ablauf des umstrittenen Turniers bei. Einige von ihnen leben schon lange hier. Rund eine Flugstunde entfernt, Dubai. Offener und schillernder als Katar. Ein Paradies für Fremde, wenn man sich an die Regeln hält. Wir begleiten 5 Schweizerinnen und Schweizer, die sich auf das Abenteuer am Golf eingelassen haben. He's coming. Worin liegt der Reiz? Was sind die Herausforderungen des Alltags? Und fühlen Sie sich trotz des Kulturunterschieds heimisch? Es ist August in Doha, der Hauptstadt Katars. Chris Franzen muss noch einiges von seiner To-Do-Liste streichen, bevor er sein Hotel eröffnen kann. Bereits vor ein paar Monaten hat der Zermatter für seine VIP-Gäste eine exklusive Mitfahrgelegenheit bestellt. Doch noch parkt sie im Showroom. Well, good seeing you. Mr. Chris, I'm fine. All are good? You all good? Good. Good to see you. Das Tier Auto kostet 3 Millionen Katari Rial. Und die Versicherung ist auch Tier, das ist ungefähr 2,2%. Sind da ungefähr 13.000 Schweizer Franken. Darum bringt das nichts, wenn man jetzt früh registriert. Also wir werden dir registrieren demnächst. Und dann kommt ihr auch ins Hotel. Für unsere Gäste zum Mitfahren. Beautiful, look at that. See, there are not many cars for people my size that, wow. That afford so much legroom. Für umgerechnet 800.000 Schweizer Franken bekommt Chris die britische Legende. Was natürlich ganz schön ist, gerade in der Hitze hier. Et voilà, schöner Regenschirm. Oder Sonnenschirm in dem Fall. Mindestens so legendär die Kühlerfigur, die Spirit of Ecstasy. Ein begehrtes Diebstahlobjekt. So what happens if I want to steal it? Well, you want to have a look? I want to have a look. All right, so I'm a thief now. I'm going to try to steal it out. Sure. So I'll grab it and I'll try to steal it, but it's not going out, right? So the moment I leave it, it just goes inside. Gone. Der Luxus hier ist schon ganz anders als in Europa. Aber man darf nicht vergessen, Luxushotellerie, das sind Hotelier aus der Schweiz, Deutschland und Österreich, die Luxus kreiert haben, die den Gast verstanden haben und das in die grosse, weite Welt ausgetragen haben. Also ich würde eher sagen, dass ich ein Ambassador of Luxus bin, als ein Genießer von Luxus, der sich das selber leisten kann. In Katar gibt es 2 Jahreszeiten, Sommer und Winter. Dass die Fußball-WM im November stattfindet, hat einen Grund. In den Sommermonaten ist das Wüstenklima so extrem, dass man sich eigentlich nur in klimatisierten Räumen aufhalten kann. You wanna go on the trampoline? Auch Coralie kommt mit ihren Kindern oft hierher, weil es erträglich ist. Im Sommer bleibt man eher drinnen, weil es sehr heiß ist. Die Luftfeuchtigkeit ist zu hoch, vor allem für die Kinder. Selbst hier drinnen schwitze ich. Kaum vorstellbar, wie es gerade draußen wäre. Das hier machen wir normalerweise entweder freitags oder samstags. Dann gehen wir nach Hause. Die Kinder sind müde, wir sind müde. Wir schlafen danach alle ziemlich gut. Daddy? Daddy? Ja! Heute ist ausnahmsweise auch Said dabei. Der 2-jährige Abdulrahman wächst in einem anderen Katar auf als seine Eltern. Als Coralie und Said Kinder waren, erstreckte sich hier noch die Wüste. Ich find's cool. Mein Sohn ist ein bisschen zu klein für einige Spiele hier. In ein paar Jahren ist es sicher besser. Coralie hat sich mit ihrem Cousin Vren zum Lunch verabredet. Vren ist auch in Doha aufgewachsen und hat ihre Beziehung zu Said von Beginn an miterlebt. Said ist wegen seines Motorradsports oft in Europa. Coralie wurde in Katar sozialisiert. Beide kennen die Kultur ihres Partners gut.
Meine Frau sieht europäisch aus, aber sie ist es nicht. Sie ist eher international, mit katarischen Eigenschaften und europäischen Eigenschaften. Um ehrlich zu sein, finde ich sie außergewöhnlich. Ich bin genauso Katari, wie er europäisch ist. Das Interessante, es funktioniert. Aber nicht immer. Wenn er beschließt, Katari zu sein, ist er Katari. Wenn er beschließt, europäisch zu sein, ist er europäisch. Aber es funktioniert gut. Sie gehen gemeinsam durch ihre Höhen und Tiefen. Und sie kommen immer als Gewinner heraus. Sie unterstützen sich gegenseitig bei allem, was sie tun. Sei es bei Saids Rennsport oder Coralies Karriere. Sie unterstützen die Ziele des anderen. Und sie arbeiten als Paar an ihrer Beziehung. I think that that's where we are now. Like, I'm very happy. So good. Shit. Doha durchlebt aktuell einen gigantischen Wandel, den die Nachbarmetropole Dubai längst hinter sich hat. Nur im alten Stadtkern, der Mitte des 19. Jahrhunderts am Hafen entstand, ist das Dubai von damals noch spürbar. Und die Zeichen stehen weiter auf Wachstum. Matteo Boffa ist mit Ehefrau Megan unterwegs zu einer neu gebauten Siedlung außerhalb des Zentrums. Die beiden wollen eine Familie gründen. Dazu gehört Haus und Garten. Regelmäßig schauen sie sich um, was der Immobilienmarkt so hergibt. Dieses kleine Reihenhaus kostet umgerechnet 450.000 Franken. So, here we are at the Villa Nova by Dubai Properties. This is a brand new community. Brand new house, it was just handed over recently. The price of this one is 1.7 million AED. Okay. So here is the kitchen. Yeah. Stove is here. Yeah. Im Moment leben Matteo und Megan in ihrem trendigen Apartment. Der Umzug in eine solche Einfamilienhaussiedlung wäre eine große Veränderung. She's checking straight away the space. She's like, how many new shoes I can buy? Jede Community hier, die es gibt, kommt mit einem eigenen Pool, mit eigenem Gym, mit Sportplätzen sowie Tennis, Fußball, Basketball. Ist alles in der Community inkludiert. Und das Konzept ist darauf ausgelegt, dass, wenn die Leute hier leben, sie die Community eigentlich nicht mehr verlassen müssen. It's nice, it's just that it looks like a villa that shrunk it a bit. You know what I mean? It is beautiful. Wie so oft ein Knackpunkt, die Größe. Matteo und Megan versprechen sich vom Hauskauf vor allem eines, mehr Platz. Und auch einen hübschen Garten. Ja, yeah, roughly 5, huh? Yeah, a bit smaller than what we have now. And over like this and this? How much? Yeah, 25 meters. 5 times 5, roughly. Okay. Der Außenbereich ist super wichtig. Für die Katzen, damit sie so viel draußen sein können, wie sie möchten. Und natürlich, wenn wir Kinder haben. Sie brauchen draußen Platz, um herumzulaufen. Wir wollen uns nicht verschlechtern. Der Außenbereich sollte größer sein. Großzügig und mit viel Wasser begrünt ist der 119 Hektar große Dubai Safari Park. Andreas Vater ist aus der Schweiz angereist. Es sind Ferien in Dubai. Eine gute Gelegenheit, um mit Enkelin Sophie ein paar der 3000 Tierarten hier zu bewundern. Aber guck, das haben sie so Bäume gemacht, wie die Affenbrotbäume. Ja. Die heißen Affenbrotbäume in Afrika. Ja, das ist schon. Dubai hat immer das Größte. Ich muss etwas trinken. Ich muss mich schnell verstecken. Warte, kannst du. Der Ramadan. Ja. Schnell verstecken. Aktuell haben wir ja Ramadan hier und
Das sollte man nicht trinken und essen in der Öffentlichkeit. Aber Kinder zum Glück dürfen. Die Außentemperatur beträgt um die 40 Grad. Das ist nicht nur für die Zoobesucher anstrengend. Doch weil Dubai weder Kosten noch Mühen scheut, findet sich auch dafür eine Lösung. Eine Outdoor-Klimaanlage für Mensch und Tier. Das sind die Geräusche der Wildnis. Ventilatoren, du. Das ist auch etwas Spezielles, Ventilatoren mit Wasser. Ja. In der grössten Hitze bekommst du noch Abkühlung. Das ist auch eine andere Welt, oder? Energetisch sicher mit dem Strom von den Solarpanelen. Aber es ist auch so schön, ich muss sagen. Ah. Dann bleiben wir da, oder was? Für Andreas' Vater sind gemeinsame Erlebnisse mit Sophie selten. Doch der Pensionär macht das Beste draus und kommt oft hierher. Er war als Reiseleiter früher viel in der Welt unterwegs und versteht, wie bereichernd diese Erfahrung für seine Tochter und seine Enkelin ist. Man ist einfach privilegiert und wir wohnen in einem Land, wo andere eigentlich kommen Ferien machen. Ich denke nicht, dass ich die Zeit in der Schweiz hatte, für die Zeit, die ich jetzt hier habe, mit der Sophie so zu verbringen. Weil daheim kommt automatisch der Druck, oh, ich muss arbeiten, ich muss. Ich habe immer das Gefühl gehabt, ich muss. Und seit wir hierher kamen, das hatte ich am Anfang sehr schlimm, das müssen. Und jetzt kann ich sagen, es ist schon mal gut, wenn du nicht musst. Für Andrea ist es ein Abenteuer auf Zeit. Megan und Matteo wollen länger bleiben und suchen ihr Traumhaus. Der Garten ist hübsch und größer als der andere vorher. I like it. Oh, that's big. Das zweite Objekt an diesem Tag scheint etwas vielversprechender. Es scheint sehr geschützt zu sein. Man hat seinen privaten Raum. Und es gibt einen kleinen Rasen. Ja, es wäre schön mit einem kleinen Pool und einer kleinen Schaukel. Das könnte funktionieren. Anders als der Neubau wurde dieses Haus schon bewohnt. Die Küche ist 15 Jahre alt. It's older, but I don't think it's that bad though. Yeah, I need a spring cleaning and some adjustment. It's not that bad. Matteo ist ein guter Unternehmer, aber handwerklich nicht sehr talentiert. We'll probably have to call someone. We definitely call somebody. Yeah. I'm not a handyman for sure, and she's not a handy woman. Einen zusätzlichen Raum für die Nanny, wie es in vielen Familien hier üblich ist, braucht das Paar nicht. Ehrlich gesagt bin ich gegen eine Nanny. Für uns Schweizer ist das unüblich. Ich bin ohne Nanny aufgewachsen. Meine Mutter war alleine mit drei Kindern und hat das toll gemacht. Also bleibt alles an Megan hängen? Oder wie genau hat sich der 31-Jährige die Kinderbetreuung vorgestellt? Ich würde gerne zu Hause bleiben und von zu Hause arbeiten. Ich mache das ja schon seit vielen Jahren. Außerdem koche ich gerne. Ich glaube, ich wäre ein guter Vater. Ob die beiden ihre Kinder in einem solchen Community-Haus aufziehen werden, hängt auch vom Erfolg seiner nächsten Business-Investitionen ab. In diesem Preissegment und in diesen Communities sehen die Häuser natürlich alle gleich aus. Aber wenn das Geschäft in Zukunft gut läuft, kann man auch nach etwas Außergewöhnlicherem schauen. Zurück in Katar. Für die Familie von Chris gibt es traurige Neuigkeiten. Rachel muss überraschend in ihre Heimat Australien reisen. Ihr Vater ist schwer krank. Wer sich für ein Leben als Expat entscheidet, opfert damit immer die Nähe zum Elternhaus. Eine Tatsache, mit der man leben lernen muss. Rachel, did you check in already? Yep. No, because what I want to do is I want to try and upgrade you.
Yeah, that would be really nice because it's a night flight. I know. They actually said that they had it available. There's an upgrade available for 16,000 Qatari riyals, 4,000 Swiss francs. Good. No upgrades available, no? Oh, there's my dad. That's my dad. That's an old photo, though. So Sachen sind natürlich schon einschneidend, wenn etwas daheim passiert, mit Eltern oder mit der Familie. Aber man ist sich dem schon bewusst. Das ist einfach ein Teil von unserem Leben, das wir jetzt haben. Und das ist halt so, ja. Trotzdem stellt einen die Distanz bei jedem tragischen Vorfall immer wieder aufs Neue vor Entscheidungen. Und manchmal bereut man sie dann im Nachhinein. Vor 4 Jahren starb meine Oma. Und ich habe es nicht zur Beerdigung geschafft. Das war schlimm, weil wir uns sehr nahe standen. Aber meine Mutter sagte, sie ist schon gestorben. Und ihr habt euch gesehen, als sie noch gelebt hat. Darauf kommt es an. Deswegen fahre ich jetzt, weil mein Vater noch lebt. Ein Leben ständig an anderen Orten ist auch eine Herausforderung für die beiden Kinder Alex und Ashley. Doch für ihre Eltern bedeutet das Nomadendasein Lebensglück. Normalerweise nach 2-3 Jahren ziehe ich mich wieder weg. Dann will ich weiter. Also ich habe das Gefühl, jetzt gerade so einen Moment, nächsten paar Jahre, sehe ich das nicht, dass wir irgendwo ja, im Ort wohnen für den Rest des Lebens. Ich kann mir auch nicht vorstellen, an einem Ort zu leben. Mein Sohn schon. Diesen Sommer meinte er, er würde gerne in der Schweiz leben. Aber Ashley ist eher wie wir. Oder wie du. Morgen früh trifft Rachel ihren Bruder in Sydney. Über 12.000 Kilometer Luftlinie liegen vor ihr. Im Haus von Coralie herrscht Aufbruchstimmung. They finally sent us the plans for the house. Okay. Should we look through it? We look through it. Yeah. Coralie und Said haben Geld für ein eigenes Haus gespart. Die Genehmigung ist erteilt. Doch noch gibt es offene Punkte. Unter anderem die Größe des Majlis, dem offiziellen Besuchsraum, der in katarischen Häusern für die Männer reserviert ist. 5? Yeah. No, I would do Majlis 4 and the no, guests. Man. We're never gonna use it. 4 is too small? How big is this? Maybe I don't use it any other. Four. Yeah, that's small. But for a Majlis. For a Majlis, small. From back in the days until now we have. Seit ewigen Zeiten hat jedes Haus einen Raum, den wir Majlis nennen. Die meisten Häuser haben dafür ein extra Gebäude. Wenn man herumfährt, sieht man sie neben den Wohnhäusern. Kleine Bauten mit Lichtern und vielen Autos davor. Da sitzen die Männer. Wenn du Freunde zum Lunch einlädst, kommen sie nicht ins Haus, sondern gehen in den Majlis. Das Haus hat seine eigene Privatsphäre. Dieses Haus hat auch 2 Eingänge. Eine Tür ist hier, die andere dort. Diesen Bereich dahinter würde man als Majlis nutzen und dort ist das Haus. Und diese Seite würde man zumachen. Dies ist die Vorderansicht des Hauses. Und dies ist die Rückseite. Es ist ganz anders als die normalen Häuser hier. Das gab Probleme, als wir wegen der Baugenehmigung zur Regierung gegangen sind. Eine Wand hat so kleine Vorsprünge. Es ist ein Design. Vielleicht 20 Zentimeter. Sie wollten es gerade. Aber nein, gerade ist hässlich. Ich möchte es genau so.
Gemeinsam ein Haus zu bauen, ist eine Challenge für jede Beziehung. Ein Haus in Katar zu bauen, bedeutet für Coralie zudem, dass die Schweiz ihre Feriendestination bleiben wird. Ideal wäre, ich hätte einen Job, wo ich, oder nein, wenn ich aufhören könnte zu arbeiten. Am ersten Tag der Ferien ab in die Schweiz, ins Haus meines Vaters für den ganzen Sommer und erst am letzten Tag zurück, bevor die Schule wieder anfängt. Am nächsten Morgen in Doha. Chris erscheint immer zur selben Zeit am Arbeitsplatz wie die meisten seiner Angestellten. Morning. Knapp 900 werden es bei der Eröffnung in 8 Wochen sein. Der Stresspegel steigt. Aber Chris ist solche Situationen gewohnt. Oh, everyone looks very relaxed. Ja, ich glaube schon, dass mein Führungsstil sehr hands-on ist. Was mir sehr wichtig ist, ist, dass sie keine, wie soll ich sagen, Angst ist das falsche Wort, aber dass sie wirklich auch zu mir ins Büro kommen können, wenn sie ein Problem haben. Man darf nicht vergessen, für viele von diesen Kollegen, die sind zum ersten Mal weg von der Heimat. Und das ist natürlich schon ein einschneidendes Erlebnis. Einen 3-stelligen Millionenbetrag investiert der katarische Besitzer in den Neubau. Damit bis im November alles klappt, heißt es jeden Tag üben, üben, üben. Good morning. Ah, housekeeping training. All well? Yeah, yes. Thank you, sir. What How are doing? You? Good. What are we doing today? We are doing the bed making. Today is a bed making training. So, excellent. Yeah. Das fährt schon, wenn du in das Zimmer einläufst, fährt das an, wie Kischen da leckend, dass kein Reissverschluss gesehen ist, dass mit einer Lampe der Seam auf die andere Seite schaut. Das sind die Kleinigkeiten, die wichtig sind in der Luxushotellerie. Hier ist eine schöne Seesicht. Du hoffst natürlich schon, dass das alles fertig wird. Aber ich bin ein Jahr hier und man sieht natürlich schon, wie schnell das vorwärts geht und wie organisiert das sie sind. Organisation ist das wichtigste Wort für einen Hotelmanager. Läuft das kleinste Rad im Getriebe falsch, gerät der ganze Betrieb ins Stocken. I see they put the stickers already on the drawers. Yes. What is going where? Which food, no? Yep, yes, exactly. Man muss sich vorstellen, du hast 150 verschiedene Teller, Rezepte auf dem Menü. Nur für das einzige Restaurant. Und da muss natürlich alles am gleichen Ort sein. Das muss durchorganisiert sein, militärisch. Weil es kann nicht sein, dass ein Chef, der heute hier arbeitet, am nächsten Tag ist er nicht da. Dass der Nächste kommt und nicht weiß, was die Sachen sind. Und das wird so durchgearbeitet in jedem Restaurant, bis das steht. Danke, guys. Have a nice day. Bye bye. Bye bye. In Dubai steht Andrea ebenfalls vor einer Premiere. Sie hat ihre Lizenz als Freelancerin erhalten und empfängt ihre erste Kundin. Kerstin ist ebenfalls aus der Schweiz. Neue, oh cool, mein schönes Studio. Ja, mega. Kochenstudio. So, was hast du dir vorgestellt heute? Also so in die Richtung? Ja, oder auch so. Aber mir gefällt jetzt die ein bisschen besser. Andrea könnte mit ihrer Lizenz auch Hausbesuche machen. Doch, weil Ferien sind, hat sie für Kerstin kurzerhand die Küche zum Coiffeursalon umfunktioniert. Also, dass man sieht ganz klar, dass das Friseurstudio daheim ist auch nicht immer von Vorteil, weil du hast, entweder ist der Hungerkoche oder die Tochter muss etwas haben und jetzt hat sie eben die Ferien, gell? Also, ich fühle mich schon entspannter, wenn sie dann wieder in Schuh ist. Und ich bin halt einfach auch noch Mutter und Hausfrau. Ja, aber das, ich finde das auch gemütlich, weil wenn ich es so will, dann kann ich es kann ich zum normalen Coiffeur gehen. Ich finde das sympathisch. Es ist mal etwas anderes. Es ist mal etwas anderes. Coiffeuse aus Leidenschaft und erfolgreiche Geschäftsfrau. Andrea hat ihr Geschäft in Bern seit der Übernahme in nur 1,5 Jahren in die schwarzen Zahlen geführt. Typisch Dubai wieder, musst einfach. Kerstin hat sie hier kennengelernt. Ich freue mich auf jeden Fall, dass sie jetzt die Lizenz hat und ich hoffentlich meinen Coiffeur gefunden habe. Ich darf arbeiten, legal, oder? Weil hier in Dubai, du machst nicht etwas illegal. Das ist jetzt ein bisschen schwieriger hier. Da dürfen wir nicht allzu breit sein.
So? Ja. Das ist nicht so das Wellness-Ding, wo man sich gewöhnt. Das ist mir nicht gewöhnt. Also, ich möchte jetzt nicht Stunden da drin sitzen, aber... Das ist halt auch noch speziell. Also, das möchte ich jetzt auch nicht mit allen machen. Nein. Kerstin, wir kennen uns von der Swiss Ladies Show. Ich würde jetzt lieber zu den Leuten haben, oder? Das ist halt schon sehr privat. Andrea hat ihr Ziel erreicht. Sie kann endlich wieder selbst Hand anlegen. Über praktische Dinge wie eine Preisliste oder ein Kreditkartenlesegerät hat sie noch gar nicht nachgedacht. Ehrlich gesagt, es geht jetzt überhaupt nicht um Geld, oder, sondern wirklich um meine innere Zufriedenheit. Und das ist allen mehr wert als das Geld. Und du siehst es noch mit ein bisschen mehr Sonnenlicht. Ja, sehr schön. Die Farbe ist sehr schön, die Löckchen sind schön, es gefällt mir sehr gut. Und ich habe das Gefühl, ich sehe wirklich frischer aus als vorher. Ich bin sehr zufrieden. Danke. Also, danke vielmals. Kerstin wird wiederkommen. Dubai ist ein gutes Pflaster, um Business zu machen. Matteo hat mit nachhaltigen Startups bereits einige Erfolgstreffer gelandet. Hello, the bird. Chip. Und er hat das nächste bereits im Visier. Der Grund, warum ich entschieden habe, in dieses neue Business zu investieren, ist eng mit diesem wunderschönen Brief verbunden. Das Team schreibt: We may not be perfect today, but are working hard to be there. Wir wissen, dass wir heute noch nicht perfekt sind, aber wir arbeiten hart, um dahin zu kommen. Einen handgeschriebenen Brief habe ich seit langer Zeit nicht mehr gesehen. Er hat mir ein positives Gefühl vermittelt. Das war der erste Schritt in Richtung dieses neuen Abenteuers. Diesmal geht's um schmutzige Wäsche. Matteo wurde auf das junge Reinigungsunternehmen aufmerksam, weil er den Service selbst nutzte und für gut befand. Er kontaktierte den Besitzer, war von dessen Konzept überzeugt und investierte mit zwei weiteren Partnern 100.000 US-Dollar. Yes, yes. Busy? Busy. Number of orders are going up. Is it? It is going up. My expectation is go up 100% in a month. It's going still in double digit up a month, but not 100%. Soon 100% a month, it will be there. 45.000 neue Geschäftslizenzen wurden allein im ersten Halbjahr 2022 in Dubai erteilt. Nicht überall wird schon so fleißig gearbeitet wie hier. Ich liebe solche Orte. Startups sind super. Es ist nicht bloß eine Idee, sondern etwas, das man riechen und anfassen kann. Hier wird gearbeitet. Das ist der Spirit, in den ich gerne investiere. Gerade kommen die Mittagsbestellungen. Nicht einmal ein halbes Jahr ist die Firmengründung her. So this is the order since what, 4 hours? Yes. So not bad. I think this will be 2 by 3 meter inside. Another reason that pushed me to invest in this. Ich investiere auch in dieses Unternehmen, weil ich glaube, dass die Mitarbeiter hier gut behandelt werden. In dieser Branche gibt es immer noch einige Firmen, die ein bisschen unsauber wirtschaften. Aber hier verbessern wir das Leben der Arbeiter und tun was für die Nachhaltigkeit. Wir wollen auf Papiertüten umstellen und ökologische, organische Waschmittel verwenden. Eco-friendly and sustainable and organic. Firmengründer Savan möchte Matteos Geld unter anderem in PR-Maßnahmen investieren. Im Gegenzug erhält Matteo dafür Anteile an seinem Geschäft. Neue Ideen und neues Geld helfen meinem Geschäft dabei zu wachsen. Und da kommt der Investor ins Spiel. Aus meiner Sicht ist es nicht so gut, einen ganzen kleinen Kuchen zu besitzen, wenn man noch ein Stück von einem sehr viel größeren Kuchen haben kann. Besser 10% von einer Wassermelone als 50% von einer Weintraube. Ganz genau, er sagt es. In Katar bringt Chris sein Hotel und die Crew weiter in Form. Sein griechischer Chefkoch zeigt, was man sich unter einer 5-Sterne-Küche vorstellen muss. Today we got the presentation of our plates. The effect of the presentation, it will be the smoke. Oh, look at that.
Be careful that the smoke detector doesn't go off. So your experience is not just when you eat it, your experience is... The experience that comes from the moment that we are getting in to the restaurant. Like a perfume. Yes. Ah, like a perfume. Excellent. Es geht auch darum, dass man immer den Gast überrascht. Und hier sind ein paar Sachen, die wirklich speziell sind. Das wird dir erinnern. Voilà. Genau. Ein guter. Thank you, Chef. Thank you very much. Thank you. Well done, Chef. Thank you. Das Essen sollte nicht nur appetitlich aussehen, sondern auch mit Stil serviert werden. Eine Aufgabe, um die sich Restaurantchef Dennis Othmann persönlich kümmert. Gut, wie geht's denn, Dennis? Alles okay? Alles hervorragend, danke schön. Was machst du denn heute? Heute wird ein bisschen Rollenspiel gespielt. Mal der Kellner ist der Gast, mal eine Hostess ist der Bartender. Das machen wir jetzt, bis wir aufmachen, jeden Tag. Und immer mal eine unvorhergesehene Situation mit reinschmeißen. Vor einem Jahr hat Chris übernommen. Wenig Zeit für eine solche Aufgabe. Du hast natürlich Höhen und Tiefen in dem Jahr erlebt, das ist klar. Hüfe, Büroarbeit und Bestellungen und man weiß nicht, kommt das Material zur rechten Zeit an Katar oder nicht, wegen der Global Logistics Challenge und so weiter. Aber es hat geklappt und wir sind da und das wird schon. Zwischen 280 für ein Standardzimmer und 18.000 Franken für eine Suite kostet die Übernachtung hier. Doch der wahre Luxus zeigt sich im Drumherum. Also wir sind Theodulgletscher, schön warm. So. Sehen wir hier zermatten Schnee. Erholung in der Kälte bei 40 Grad Außentemperatur. Energiekrise gibt es hier nicht. Der Mittlere Osten ist geprägt von Gegensätzen. Modernisierung und Tradition, Luxus und Armut, alles eng nebeneinander. Auch deswegen schauen viele kritisch auf diese Region. Mein Blickwinkel ist wahrscheinlich anders als die meisten Leute, die diesen Blickwinkel haben. Weil ich 20 Jahre oder fast 22 Jahre jetzt hier im Mittleren Osten bin. Ich sehe schon die Presse, die in der Schweiz oder in Europa andauernd auf den Mittleren Osten oder Katar negativ berichtet. Aber ich persönlich sehe das absolut nicht so. Und die Leute, die so denken und das unterstützen, die sollten mal nach Katar kommen. Und ich würde ja auch nicht hier sein, wenn das Leben hier schlecht wäre, wenn da keine Sicherheit wäre oder wenn sonst etwas nicht wäre, das ich nicht kennt, die moralisch unterstützen. Fakt ist, das Emirat ist wild entschlossen aufzuholen. Und Geld ist genügend vorhanden. 2008 hat die Regierung eine nationale Vision formuliert und begonnen, die komplette Infrastruktur zu erneuern. Geschätzte 150 Milliarden Franken soll Katar so investiert haben. Und natürlich dient auch die WM der Imagepflege. Man will, dass die Welt sieht, was sich verändert hat. Ein gewaltiger Wandel, der sich ganz konkret auf den Alltag der Menschen hier auswirkt. Das wird eine großartige Zeit, diese WM. Aber auch anstrengend für uns. Ich arbeite bei der Polizei, beim Bombenkommando. Natürlich werde ich rund um die Uhr arbeiten. Sie wird rund um die Uhr arbeiten. Ich hoffe, der Rest hat wenigstens Spaß. Ich denke, wenn sich der Hype um die WM gelegt hat, können wir schauen, welche Bereiche man jetzt vielleicht angeht. Erst waren es die Baustellen, jetzt kommt die Hotellerie dran. Gibt es noch Reformpotenzial? Ja. Muss alles jetzt sofort passieren? Nein. Wenn man bedenkt, was schon passiert ist und wo wir jetzt sind, das ist erstaunlich. Von Beginn an war der Reform- und Modernisierungsprozess im Land vor allem für die Einheimischen ein Balanceakt. Es heißt, Katar hätte eine Menge Geld für die WM ausgegeben. Nein, nicht für die WM, fürs Land. Wir wollen seit Ewigkeiten eine U-Bahn. Jetzt mit der WM kriegen wir die U-Bahn. Danke. Müssen wir uns weiter öffnen? Ich denke nicht. Ich möchte nicht, dass meine Kultur verschwindet.
Und das machen sie hier ganz gut. Sie versuchen wirklich, die Kultur und Werte zu bewahren. Dieser Wille der Regierung, die eigene Kultur zu schützen, zeigt sich auch in der Stadtplanung. Noch bis vor kurzem versorgte das Emirat die Söhne der katarischen Stammesfamilien mit Bauland und günstigen Krediten, um die Familien zusammen und wohl auch in ihrem Heimatland zu halten. Um einen schnellen Weiterverkauf zu verhindern, gehen Haus und Hof aber erst nach 35 Jahren in den Besitz der Bewohner über. Dies ist das Stück Land, das die Regierung meinen Brüdern und mir zugeteilt hat. Dort lebt mein ältester Bruder. Er ist der Einzige, der sein Haus schon gebaut hat. Das hier gehört meinem zweitältesten Bruder. Dann kommt mein Land. Und dann das meines vierten Bruders. Vier Brüder. Dies ist das neue Al-Sulayti-Viertel. Mein Vater lebt in dem alten Viertel. Aber da war kein Land mehr, das man den Kindern geben könnte. Daher gibt es dieses neue Viertel hier. Mein Land ist das hier, gleich hinter dem Haus. 1150 Quadratmeter. Und ja, jetzt, da die Pläne endlich fertig sind, will ich so bald wie möglich anfangen zu bauen. Die Zukunft von Said und Coralie scheint gesichert. Wie Katar seinen eingeschlagenen Weg über die WM hinaus weiterverfolgen wird, darauf darf man gespannt sein. Die 3-Millionen-Metropole Dubai wird sich, bei aller Tradition, auch zukünftig offen gegenüber partyfreudigen Touristen und innovativen Startups zeigen. In einer Hotelbar in der City gönnen sich Matteo und sein neuer Geschäftspartner Savan einen Feierabenddrink. Megan ist bei allen wichtigen Entscheidungen dabei. Sie spielt eine wichtige Rolle. Seit Megan meine Entscheidungen absegnet, ich nenne es das Megan-Siegel, lagen wir immer richtig. Es gab eine Situation, da spürte ich so ein Bauchgefühl. Ich sagte zu Matteo, er sei drauf und dran, einen Fehler zu machen. Er hat nicht auf mich gehört. Aber am Ende stimmte mein Gefühl. Ja, das war in der Tat ziemlich schlimm. In dem Fall haben wir Geld verloren. Es wäre richtig gewesen, auf ihren Instinkt zu hören. Seitdem ich das tue, haben wir Erfolg. Ich habe sie auch mit Savan bekannt gemacht. Sie spielt eine große Rolle im Entscheidungsprozess. Und ich vertraue jetzt zu 100% auf ihr Bauchgefühl. Es ist ein Lernprozess. Mal gewinnt man, mal verliert man. Cheers to Dip Dap once again. And friendship and business and business, everything. Friendship and Dip Dap. Abendliche Idylle auch im Garten von Andrea. Als sie 2019 Remo nach Dubai begleitete, erfüllte sich für den Ingenieur ein großer Traum. Andrea selbst brauchte das klassische Eingewöhnungsjahr. Heute ist die Familie nicht nur enger zusammengewachsen, sondern auch heimisch geworden hier. Ja, man fühlt sich schon wohl, kennt die Umgebung, die Leute irgendwie. Ja, das Gefühl ist auf jeden Fall heimzukommen, ja klar. Ja, man fühlt sich halt schon irgendwie, eben, wie, man fühlt auch der tut man Wurzeln schlagen, halt eben nicht die Teufel, aber... Aber ich weiss, mir wird es mal hart sein, von hier wegzugehen, das kann ich schon jetzt sagen. Remos Arbeitsvertrag war ursprünglich auf 3 Jahre befristet. Um ein Jahr hat er ihn bereits verlängert. Den Gedanken, dass er die Zelte bald wieder abbrechen muss, verdrängt er meistens erfolgreich. Im Alltag hat man das nicht immer permanent im Kopf. Es kommt auch manchmal schon davor, wenn man diskutiert, wegen der Schule von der Tochter verlängert man jetzt noch ein Jahr in dieser Schule oder geht es länger, kommt die Sprache rein, oder richtet sich ein, dass es stimmt für einen, oder?
Aber man muss sich gleich immer bewusst sein, dass es nicht, für ewig ist. Bisher war es immer Andrea, die eher wieder zurück in die Heimat wollte, damit Tochter Sophie auch noch ein paar Jahre ihrer Kindheit in der Schweiz verbringen und sie ihren Coiffeurladen in Bern vor Ort weiterführen kann. Doch das Schicksal hat eine Überraschung parat. Es gibt was zu feiern. Wir trinken heute Abend Wasser, da wir letzte Woche eine fröhliche Erfahrung haben dürfen. Also, ich bin nochmal schwanger geworden, aus welchem Glück auch immer. Ja, ich eigentlich zuerst gedacht, es ging nicht mehr. Und ich bin der festen Überzeugung, Sophie wird jetzt der siebte. Es ist jetzt Zeit, heimzugehen. Und jetzt, wo wir natürlich die Neuigkeit erfahren haben, musste ich sagen, in der Schweiz mit einem Baby, eher weniger. Andrea hat die angenehmen Seiten ihres Expat-Lebens mit einer Nanny schätzen gelernt. Das setzt Raymond mit seinem befristeten Arbeitsvertrag ein wenig unter Druck. Ich weiß jetzt nicht, wo wir ein zweites Kind bekommen, jetzt irgendwie unbedingt in Dubai bleiben und dann meinen Arbeitgeber wechseln. Also, ja, so ist es nicht. Also. Nein, es wäre natürlich jetzt schön, wenn wir ein bisschen länger bleiben könnten. Ja, schauen wir, wie das weitergeht. Ja. Schlussendlich als Family, oder? Ja. Und egal, wohin es die Familie verschlägt, das nächste Abenteuer kommt bestimmt.